Stilpunkte, wie man sich so fühlt, wenn man in die Kurven geht und achte auf den Text. Und Dieter? Genau, ich achte auf die Melodie und zwar, also ich gebe ihm Haltungsnoten wie beim Eiskunstlaufen und so, wie man dann, also wenn man so runter, ob man dann oh, so singt und so weiter. Und das sehen wir dann gleich, okay? There's a fire burning my heart. Und alle mitsingen! Hey, hey, hey! Deep in my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion. It's my world in fantasy. Hey, 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 hey! Living in night, living in my dreams. My soul. I keep the shining everywhere. You're my heart. You're my soul. Sie wollen jetzt natürlich wissen, wer der Gewinner geworden ist. Und eines können wir sagen, wir saßen eben selbst drin. Und es ist verdammt schwer, den Text zu behalten und dann noch richtig zu singen. Aber leider ist bei uns die Kamera kaputt gegangen. Aber alle haben sich mega viel Mühe gegeben. Und dann finden wir schon toll, die haben Yo Ma Yo Ma Soul wirklich alle irgendwie ganz schön gesungen, obwohl es ja manchmal hoch und runter ging. Aber ja, es kann nur einen Gewinner geben, oder? Das müssen, ja, ich finde ich auch. Also, ich meine, wir hatten drei in der engen Auswahl. Aber und es kann nur einer sein. Genau. Wir müssen uns für einen entscheiden. Und geworden ist es... Lars! Und dann zurück ins Studio. Ciao. Lars, ihr habt euch lieb! Also, wie man gesagt hat, Lars, sie hat euch lieb. Finde ich sehr nett, Lars. Mein Glückwunsch an dich, Lars. Noch ein Lars. Du fährst am 20. Mai nach Wien. Erlebst dort Modern Talking beim Konzert live und das alles Backstage. Ist das was, Lars? So, Lars hat gesagt, er hat uns lieb. Gildo Horn würde sagen, jedes Land hat die Nummer 1, die es verdient. Hier ist unsere Nummer 1, Modern Talking mit You're My Heart, You're My Soul. Yeah.
Schon irgendwo heimlich verlobt, ist es wahr? Ja, habe ich ja nichts von gehört. Nur aber musikalisch. Wenn man guter Werbegag, ja. Du bist der Mann, der denkt in ganz internationalen Dimensionen. In Deutschland hat das gepackt. Das Album ist auf Nummer 1 jetzt schon in der zweiten Woche. International läuft es auch schon so gut? Ja, wir haben jetzt schon 20 Länder. Also natürlich erstmal alles so, was um Deutschland rumliegt. Schweiz, Österreich, Skandinavien und so. Südafrika sind wir Nummer 1. Also jetzt nächstes Ziel ist natürlich Amerika und England. Ihr habt noch einen natürlichen Feind bei den Singles in deutschen Charts. Das ist die Untergangsmelodie von Titanic. Celine Dion, da wollt ihr auch auf die Nummer 1 kommen. Das ist sehr schwer. Aber es ist auch ein tolles Lied. Tolles Lied von Celine. Könnt ihr das auch singen? Ist nicht so eure Tonlage, oder? Nicht unbedingt. Ich hatte früher mal längere Haare, aber für die Tonlage hat es auch nicht gereicht. Hat ja auch gut gestanden. Ich habe das eben mit diesem Achterbahn, ich gebe es zu, schon zum zweiten, dritten Mal gesehen. Ich kann mich immer noch wegschmeißen. Ist das nicht mal ein schöner Ansatz? Du suchst immer nach neuen Sounds für ein neues Studio, so mobil ständig, Dieter? Naja, ich weiß nicht. Also uns hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Nicht? Und ich hatte wirklich allen Respekt vor den Leuten, die da mitgemacht haben. Also ich hätte es nicht viel besser hingekriegt, bin ich ganz ehrlich. Dieter Bohlen, Thomas Anders, Modern Talking, danke, dass ihr bei der Premiere. Danke euch, danke. Tschüss.